Willkommen, Piloten. Heute möchte ich euch den Darwin 59 von Darwin FPV ein wenig genauer vorstellen. Hierbei handelt es sich um einen kleinen Toothpick-Style Quadrocopter mit 1104, 8600 kV Motoren und kann nur sagen, dieses Teil macht wirklich Spaß. Ich fliege ihn mit einem ILRS Receiver. Hierfür musste ich ein paar Standoffs installieren, weil das Canopy für die Kamera und Receiver relativ eng bemessen ist. Die Kamera hat eine Auflösung von 600 TVL, denke ich. Ich kann die Kamera leider überhaupt nicht empfehlen. Sie hat schlechte Bildqualität, schlechte Performance im Schatten und Licht und generell ist es relativ schwierig, Äste und dergleichen damit zu erkennen. Der 25 mW Videotransmitter funktioniert einwandfrei. Man kann sich nicht mehr als von einem gewöhnlichen 25 mW Transmitter erwarten. Ich musste die Antenne neu anlöten. Ursprünglich wäre gedacht, dass die Antenne hier herauskommt. Und sie ist, glaube ich, auch von Haus aus hier montiert in diesem Loch. Das Problem ist, dass der Propellerabstand bei den 3-Inch Propellern relativ eng ist und Beschädigungen an der Antenne somit quasi nicht zu vermeiden sind. Der Darwin bringt von Haus aus einen Lowes Air Kondensator mit. Dieser hilft, die elektrischen Störgeräusche oder die elektrischen Interferenzen der Motoren zu reduzieren. Geliefert wird der Darwin mit Gummibändern für die Montage der Akkus. Das hat mir nicht so besonders gut gefallen. Ich habe mir deswegen eine kleine Akkuhalterung gedruckt. Der Darwin hat ein F4 Flugkontrollboard verbaut, welches auch OSD-Funktionalität mitbringt. Man kann sich somit Telemetriedaten oder Flugdauer oder den Akkustand anzeigen lassen. Die Motoren des Darwin performen einwandfrei. Ich habe eine Menge Spaß und es ist definitiv genug Punch vorhanden für Freestyle oder Racing. Der Hersteller gibt an, dass dieses Modell nur mit 3S betrieben werden kann. Ich fliege ihn aber generell immer mit 2S. Er hat das damit begründet, dass ein Bauteil, der am 30 Ampere Regler verbaut ist, nicht geratet ist für 2S. Das bedeutet, wenn die Spannung unseres 2S Akkus zu niedrig fällt, kann es passieren, dass der ESC beschädigt wird. Ich habe, sobald ich den Copter erhalten habe, die BlueJay Firmware installiert. Diese Firmware hat Vorteile gegenüber der BL Heli Firmware, da sie Motoren ein wenig sanfter anspricht mit den Standardeinstellungen. Noch dazu konnte Matthias von BlueJay einige Verbesserungen an der Firmware vornehmen und somit muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden. Ich habe keinen Vergleich zu BL Heli S oder BL Heli M auf diesem Copter, aber ich kann euch mit Sicherheit sagen, dass auf meinen anderen Coptern BlueJay ein riesiges Update war. Ich würde euch also empfehlen, falls ihr diesen 2S betreiben wollt, bitte zieht in Betracht, BlueJay auf diesem Copter zu flashen, um eventuelle Schäden zu vermeiden. Ein nettes Feature sind die auf den Armen verbauten LEDs. Diese leuchten, sobald die Motoren aktiviert werden bzw. Strom bekommen. Zur Reichweite kann ich nicht viel sagen, da es immer abhängig ist, welchen Empfänger ihr verbaut bzw. welchen Videotransmitter. Mit diesem verbauten, mitgelieferten Videotransmitter habe ich mit einer Helix-Antenne bis zu 300 Meter geschafft. Weiter geht leider die Sendeleistung der 25 mW Transmitter eher nicht, außer man hat eine riesige Patch-Antenne. Es gibt mittlerweile eine neue Version des Darwin 59, die sich Darwin 59S nennt. In dieser Version ist eine abgegradete Kamera. Es handelt sich um eine Caddx EOS 2, soweit mir bekannt, die viel bessere Bildqualität als die in meinem Modell verbaute Kamera bringt. Ich denke, dieses Modell ist nicht mehr erhältlich, sondern nur mehr das aktualisierte Modell. Der kommt auch mit 2 Blattpropellern. Ich habe den Copter noch nicht in Beton geflogen, aber ich kann mir vorstellen, dass er auch in Beton so manche Fehler verzeihen. Mein Fazit: Der Darwin ist ein gelungenes Modell mit einigen kleinen Schwächen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich glücklich bin mit den
verbauten ESCs, die an die LEDs gelötet sind. Man kann hier sehen, dass mein ESC-Board bereits ein wenig verbogen ist. Ich weiß nicht, ob es kritisch ist, ich weiß nicht, ob es brechen wird in absehbarer Zukunft, aber es gibt dafür bestimmt bessere Lösungen. Der Vorteil ist, der ESC hat auch normale Pads, falls wirklich diese Verbindung einmal brechen sollte. Und nun zur Flugfootage. To stay awake.